Leute, mein Name ist Otzose und willkommen zurück zu Factorio. Oder genauer gesagt Warptorio. Wir sind auf einem neuen Planeten gelandet und sieht so aus, als ob unsere Erzfelder hier in dieser Richtung liegen. Alles nahe beieinander. Schön. Dann lass uns doch mal hier ein paar Eisenförderer platzieren. Können wir hier das Ganze mit einem Turm abdecken. Und ich denke, hier brauchen wir nur zwei. Wir brauchen nicht so viel Kupfer. Und für den Stein, da gibt es noch einige Felsblöcke, die einfach so in der Gegend rumstehen. Und wichtig, müssen schauen, dass wir Energie haben, damit wir forschen können. Und Munition. Dann können wir hier Erze reinlegen, die wir in der Tasche haben. Und hoffentlich ist dieser Planet nicht allzu schlimm in Bezug auf die Aliens, dass sie zu früh kommen oder in zu großer Aufwartung. Es stehen ja hier doch ein paar Bäume rum. Das bedeutet, die Verschmutzung sollte sich nicht allzu schnell ausbreiten. Sie breitet sich schneller aus als in einem normalen Spiel. Aber wir können immer hoffen. Insbesondere wenn keine Nester hier in der Nähe sind. Sieht aus wie ein Fluss. Die Forschung ist beinahe durch. Feuerrate, das sollte uns helfen, insbesondere wenn die Aliens in großen Gruppen kommen. Haben wir dann eher Chancen, die auch zu erlegen, bevor sie bis an die Türme rankommen und da Schaden machen. Dann müssen wir gleich mal schauen, was denn die nächste Forschung sein wird.
Sicherlich eine von den roten. Ja, warum nicht die? Sollten noch genügend Fläschchen da drin haben. Auf dieser Seite ist die Karte etwas offener. Nicht so grün, mehr Wüste. Da ist eine Loot Chest versteckt. Was Munition. Müssen wir mal schauen, ob ich wieder rote Fläschchen bauen muss. Oder ob wir noch genügend haben. Hier sind jedenfalls die Eisenplatten ausgegangen. Wir haben doch noch einiges an Fläschchen da drin. Dass wir einige Forschungen abschließen können. Da ich aber sonst nichts Besseres zu tun habe, machen wir doch das. Zweite Schmelze hier. Denn diese hier, wenn wir zwei Erzförderer anlegen, laufen die voll. Schauen, dass wir möglichst optimal unsere Ressourcen nutzen. Optimal auch, was der Zeitaufwand anbelangt. Okay. Licht brauchen wir vorderhand nicht, aber hier geht es dann Richtung Laser und Solarenergie und früher oder später werden wir das benötigen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wieder 100 Munition. Sehr schön. Derzeit brauchen wir nicht wirklich viel Energie.
das bisschen Forschung und die Munitionsproduktion. Und auf diesem Planeten haben wir auch schon wieder Halbzeit. Anfangs haben wir 20 Minuten Zeit pro Planet, bevor wir dann auf den nächsten gesogen werden. Das würde uns 10 Minuten mehr Zeit geben. Aber machen wir zuerst die Warp-Plattform Upgrade. Das vergrößert die Fläche hier. Denn das, was wir hier haben, ist nicht wirklich viel. Da liegen noch einige drin und diese Forschung, die braucht 70 Fläschchen und je Fläschchen 20 Sekunden. Und da habe ich ja noch ein paar in der Schlange. Und ich denke, sobald wir zu den grünen Fläschchen kommen, da wird es dann nicht mehr so einfach, die Fläschchen selbst zu craften. Für die roten brauche ich einfach die Zahnräder plus dann die Fläschchen. Aber die grünen sind doch schon etwas komplexer. Das heißt, da möchte ich dann diese zumindest automatisiert produzieren. Und da bietet es sich an, das hier selbst auf der Plattform zu machen. Drum schauen wir, dass wir die Größe der Plattform vergrößern können. Dass wir die Maschinen da auch effektiv raufstellen können. Kann noch etwas Kohle einlagern hier. Durch. Hier fehlt es uns an Kohle für die Erzförderung. Hier ist ja noch genügend Erz drin, dass die Schmelzen weiterlaufen können.
dann ist uns hier wahrscheinlich schon wieder das Eisen bzw. die Eisenplatten ausgegangen, genau. Jetzt fehlt hier oben Kohle. Hier mal das Herz raus. Irgendwann werden wir auf einem Planeten stranden, wo es kein Erz gibt. Oh. Pack die mal hier rein. Füll da auf. Sollten wir hier bald soweit sein, dass wir 50 Erz nachlegen können. Hier. Ich glaube, wir können schon mal hier mit dem Abbau von Kupfer beginnen. Die Gefahr, oder was mir schon passiert ist, wenn ich okay, sind Aliens gekommen da oben. Was mir schon passiert ist beim Abbauen der Erzfelder, ist, dass ich nicht genügend Platz in der Tasche hatte für Kohle, Erz etc. Vorsichtig sein. Wahrscheinlich ziemlich sicher sind die Eisenplatten wieder durch. Ja. Hier aus. Da sind noch ein paar Erze drin. Nehme ich mal die auf der einen Seite weg und das sollte uns die Möglichkeit geben, etwas mehr der Erze zu schmelzen. Gut. Mehr als eine Minute haben wir noch. Hier anfänglich ist die Abbaugeschwindigkeit von Hand nicht überwältigend.
was will man machen? Wir sind auf dem Weg zum nächsten Planeten. Hoffentlich wieder so gemütlich wie dieser hier. Aber wir werden sehen. So, dies war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefreut und schaltet auch nächstes Mal wieder ein für mehr Warptorio. Bis dann!